der Kampf gegen den Islam hat mit Adam a.s. angefangen. Das ist ein Kampf zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Iblis, la'anahullah, hat seine Soldaten. Der größte Feind des Islam und der Muslime ist Iblis, la'anahullah. Ja? Und Allah sagt uns im Koran, inna shaytana lakum aduun mubin. Der Satan ist euer offenkundiger Feind. Und in einem anderen Vers sagt Allah uns, nimmt ihn als Feind. Ja? Du musst wissen, wie dein Feind arbeitet. Wenn du nicht mal weißt, wie dein Feind arbeitet, du wirst ihn niemals besiegen können. Und Allah sagt in einem anderen Vers, seine Macht, oder er hat keine Macht über die Gläubigen. Und die List vom Satan ist sehr schwach, sagt Allah im Koran. Und Allah hat uns auch die Mittel gegeben, wie wir diesen verfluchten Satan besiegen. Ja? Aber der Satan hat Soldaten aus den Menschen, die ihm helfen und seine Befehle folgen. Und der Plan besteht aus 6 Punkten. Wie der Islam zerstört wird. Wie Allahs Religion zerstört wird. Nummer 1, das ist ein Punkt im internationalen Bereich. Ja? Dass man den Prophet des Islam beleidigt und versucht, ihn lächerlich darzustellen und ihn als, astaghfirullah al-azim, Kinderschindler darzustellen. Und man versucht auch, Zweifel an den Koran zu bringen, dass der Koran nicht Allahs Wort ist, sondern das Wort vom Prophet Muhammad al-Islam. Und wir sehen das. Du brauchst bei YouTube die Seiten von den Missionaren zu öffnen und die Videos, dann wirst du diese Lügen immer jeden Tag sehen. Nummer 2, dass man Terrorismus und Extremismus den wahren Muslimen hier weltweit anhängt. Und jede schlechte Tat, die ein Muslim begeht, wird richtig in den Medien präsentiert. Und dahinter oder davor kommt immer die Bezeichnung Muslim. Ja? Das ist bewusst. Und das ist ein Teil von dem Kampf gegen den Islam. Nummer 3 in dieser Kategorie, dass man versucht, die wahren Muslimen und die Muslimen allgemein zu integrieren. Den Islam aus ihren Herzen zu entziehen, dass sie nur namentlich Muslime sind, die keine Ahnung vom Islam haben. Jetzt der Plan gegen den Islam in den islamischen Ländern oder in den sogenannten islamischen Ländern besteht aus 5 Punkten. Nummer 1, man arbeitete an die Moral- und Charakterwerte der Muslime. Man versucht, diese Werte zu zerstören, weil der Prophet Muhammad a.s. gesagt hat, Allah hat mich entsandt, um die Charaktereigenschaften und die Moralwerte der Menschen zu vervollständigen. Und der Muslim, der keinen islamischen Charakter besitzt, ist nicht zu unterscheiden von einem Kafir. Sogar das Schwule bei uns heutzutage in den islamischen Ländern eine Normalität geworden ist. Obwohl Allah ein komplettes Volk zerstört hat, vernichtet hat, weil sie Schwule waren. Bestechungen in den sogenannten islamischen Ländern, das ist an der Tagesordnung. Und sie nennen das Geschenk. Ja? Geschenk. Und einige Leute sagen sogar, ich habe Recht darauf. Obwohl das verboten im Islam ist. Zinsen haben die Heuchler unter den Muslimen erlaubt. Sogar in Saudi-Arabien werden Zinsen verzehrt.
Nummer zwei, man hat Orientalisten, Denker und Philosophen des Westens zu uns geschickt in den sogenannten islamischen Ländern, um die Bücher des Islam zu verfälschen. Und subhanallah, diese Menschen sind keine Muslime. Und unter ihnen gibt es einige, die sogar islamische Bücher schreiben. Und sie nehmen die schwachen Hadithen und machen eine Sammlung aus den schwachen Hadithen und lassen die starken Hadithen, um die Menschen in die Irre zu führen. Und die werden unterstützt im Namen der Demokratie und im Namen der Freiheit. Sogar machen sie sich lustig über die islamischen Werte und über die Sunna des Propheten Muhammad. Nummer drei, Nationalismus und Teilung der islamischen Länder. Nationalismus gehört nicht zum Islam. Der Islam ist gekommen, um Nationalismus auszuradieren. Vor dem Islam waren die Araber Nationalisten. Und die haben gegenseitig gekämpft. Die Stämme in Saudi-Arabien, die haben sich bekriegt wegen Nationalismusgefühl. Und jede Familie war stolz darauf, auf ihren Namen und Nation. Und der Islam ist gekommen, um diese Aberglaube und Jahl und Irrtum zu eliminieren. Indem Allah sagt im Koran, Inna akramakum indallahi atqakum. Der Beste unter euch ist der am Gottesfürchtigsten. Der Prophet sagte auch, La farqa bayna arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Araber und Nicht-Araber oder einem Nicht-Araber, es sei denn nur mit dem Gottesfurcht. Man versucht auch den wahren Muslimen in den islamischen Ländern als Terroristen darzustellen, als Extremisten darzustellen, als radikal darzustellen, damit sie nicht gehört werden und damit der wahre Islam irgendwann mal begraben wird. Nummer vier. Die Heuchler unter den Muslimen, die mit den Kuffar zusammenarbeiten, die verbreiten nur Zweifel, Unmut und Erniedrigung für die Muslime innerhalb den sogenannten islamischen Ländern, indem sie die Kuffar als Weltmacht darstellen und immer wieder die Macht von den Kuffar loben. Ja? Und ihre Strategien loben und ihren Irrtum und Gewalt verharmlosen. Nummer 5, die Abschaffung der Scharia, die Abschaffung Allahs Gesetze durch die Zerstörung des Osmanischen Reichs. Das haben die Engländer und die Franzosen damals verursacht. Und sie haben mit den Heuchlern und unter den Muslimen in den arabischen Ländern zusammengearbeitet, um den Osmanischen Reich zu zerstören. Und mit der Zerstörung des Osmanischen Reichs ist die Scharia und Allahs Gesetzen zum ersten Mal abgeschafft wurden auf dieser Erde. Und seitdem leiden alle Muslime und leidet die gesamte Welt unter Verlorenheit und falsche Maßstäbe. Nachdem man die
den Osmanischen Reich zerstört hat, hat man bei uns Tyrannen eingesetzt, die Allah nicht fürchten und die Ziele der Kuffar bewahren. Diktatoren bei uns eingepflanzt, die ihr Ziel darin besteht, reich zu werden und die Kuffar zu verteidigen und den Islam aus den Herzen der Muslime zu entziehen. Dafür haben sie Gelehrten eingesetzt und bezahlt, die die Muslime in die Irre geführt haben, so dass die Muslime nicht mal wissen, was Islam bedeutet, was La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bedeutet. Und ein Beweis sehen wir heutzutage, dass die Menschen in den sogenannten islamischen Ländern aufstehen, weil sie Hunger haben. Sie stehen nicht auf wegen der Scharia und Allahs Gesetze, sie stehen auf, weil sie Hunger haben. Und wenn sie aufstehen, deren Ziel ist, die Demokratie einzuführen. Und sie wissen gar nicht, was Demokratie ist. Und sie wissen gar nicht, dass die Demokratie ein Götze ist. Aber leider, die meisten Muslimen in den sogenannten islamischen Ländern, sie wissen gar nicht, was Demokratie ist. Sie meinen damit einfache Freiheit. Sie wollen ihre Freiheit haben. Und inshallah, möge Allah ihnen ihre Freiheit geben, damit sie diese Tyrannen und Diktatoren entmachten, inshallah, dass sie endlich mal ihre Meinung äußern können und dass die wahren Gelehrten des Islam auch den wahren Islam verkünden können, ohne verhaftet zu werden.